Hallo und herzlich willkommen bei Let's PvP mit mir, dem Oryx. Ich spiele als mein Kommandosoldat und ich habe eine kleine Überraschung, denn tada, ich bin kein Heiler mehr, ich bin Angriffsspezialist. Zumindest im PvP habe ich mich jetzt so entschieden, weil im PvP kriege ich ständig auf den Sack als Heiler, besonders als Kommandoheiler. Und da habe ich mich mal entschieden, dass ich auch mal der sein möchte, der anderen auf den Sack haut, anstatt der zu sein, der immer auf den Sack kriegt. So. Ich habe mich schon für ein Kriegsgebiet gelistet und mal sehen, was wir dann so bekommen. Wir sehen uns dann im Kriegsgebiet. Ich melde mich ab. Tschüss. Ja, und da sind wir auch. Wir spielen die Hyperraumtore. Und ja, wie ihr wisst, müssen wir die verschiedenen Pfeiler einnehmen und Greekugeln sammeln, damit wir gewinnen. Ich bin gespannt, was das Match so bringt. Ich bin ja jetzt Angriffsspezialist, das heißt, ich mache Schaden über Zeit. Ich bin kein Heiler mehr. Ich habe zwar noch Heilerausrüstung. Oh, wir fangen mit einem angefangenen Spiel an. So. Ihr habt einen Pfeiler eingenommen. Sehr gut. Sieht nicht so gut aus im Moment für uns. Ich hoffe, wir können gleich verlassen. Nehmen wir das Chantel, die Reine. So, und raus sind wir. Und wir rennen in die Mitte hinein. So, in die Mitte hinein. Ich weiß nicht, ob man das hört. Das ist ein kleines. So, oh, da. Da ist einer. So. So, der kriegt den ab. Sprengstoff. Und zack, einen auf den Sack. So, jetzt geht's aber ab hier. So. Kriegt er den nochmal? Der ist ein Schaden über Zeit-Typi. Zack. So, da ist ein Attentäter. Den müssen wir platt machen. Ich gebe mir mal selber ein Schild. So, ich klingelt das Telefon. Aber ich habe gerade keine Zeit. Warum renne ich eigentlich zurück? Immer hinein da! Ja, Attacke! So, Ablenkungsmanöver. So, jetzt sind alle draußen. Dann kriegst du den ab. Wenn du nicht willst, danke. So, jetzt kriegt der den ab. Der ist mir entwischt, die Sau. Du bleibst hier. Wir haben gute Gegner hier. Wir haben, glaube ich, nur auch keinen einzigen Punkt gemacht. Doch, 6 Punkte haben wir gemacht. Na super. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, dass wir den aufgehalten haben. Ich hoffe schon. Springt der jetzt runter, die stirbt jetzt. War nicht so schlau. Die ist zu früh rein oder auch zu früh reingesprungen. Oh Mann, 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 Mann. Da habe ich gerade was gesehen. Naja. So. Komm her, du Drecksack. So, effektiv Schuss. Brandgeschoss. So eine Ladung. Dreh dich mal hier rum zu mir. Und tot ist er. Muss mich mal kurz erholen. Ihr habt einen Pfeiler abgeriegelt. Ja, das stimmt wohl. So, ich renne mal in die Mitte hinein. Unsere Gegner gewinnen auf jeden Fall das Spiel. Bleib hier, du Sau. So, der kriegt noch meine Flammen ab hier. Die spielen gut, die Sau. Schweine, die sind bestimmt im TS. So, hier, komm her, du.
Wo ist er? Captain Rex. Ein schöner Name. Wer die Clone Wars Serien sieht. So. Immer schön drauf, da haut doch die Fresse. So. Dann kriegst du den ab. Donga. Läuft leider nicht so gut heute. Vortos geht mir auf den Sack gerade. So, gleich habe ich ihn. Der kriegt auch noch was ab hier. So, der kriegt was ab. Und so ein Plastiksprengstoff. Da haben wir leider verloren. Wir sind auch in ein fertiges Spiel hineingekommen. Und ja, die haben echt gut gespielt. Wir haben nicht so viele Punkte erreicht hier. Und ich gebe einfach mal Captain Rex einen Punkt. Und zwar allein nur, eigentlich nur wegen dem Namen hier. Und ja, mal sehen. Vielleicht sieht das nächste Mal besser aus. Vielleicht kriegen wir auch mal ein Spiel, wo wir direkt, also nicht direkt in ein Dings reinkommen. Oh, ich habe auch einen MVP-Punkt bekommen. So vier Medaillen, naja. War auch schnell vorbei das Spiel. Na, ich hoffe, ihr habt mal gesehen, wie man als Angriffsspezialist spielen kann. Oder halt auch nicht. Ne, ich bin ja kein Pro, das gebe ich auch offen zu. Und das will ich auch ehrlich gesagt nicht sein. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten PvP-Spiel bei Star Wars The Old Republic. Ich melde mich ab.